Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Wir sind gerade im Livestream, wie jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag, im Winter immer ab 19 Uhr. Und heute werden wir uns neuen Tabak angucken, und zwar den bei Candy. Heute schauen wir uns einmal den Saure Würmer und einmal den Bimongo an. Und bevor ich hier länger ohne Köpfchen rumsitze im Stream, würde ich sagen, machen wir auch erstmal den Kopfbau. Wir haben festgestellt im Stream, dass Saure Würmer spannender ist, und deswegen werden wir hier als erstes den Bimongo testen. Erstmal zeige ich euch die Dose. Vorne drauf haben wir einmal das Artwork, dann haben wir ganz viele Warnhinweise. Bei Candy GmbH weitere Warnhinweise. Unten drauf steht nichts Besonderes. Und oben drauf haben wir nochmal das bei Candy Logo. Wir machen das Ding mal auf, müssen den nochmal kräftig umrühren hier. Ist auf jeden Fall gut feucht, der Tabak, aber ich würde nicht sagen zu feucht. Wir haben auf jeden Fall keine überschüssige Molasse auf dem Dosenboden. Das heißt, so weit, so gut. Geruchlich kommt mir hier erstmal eine sehr nice Mango in die Nase, aber da sind auf jeden Fall noch so ein paar andere Noten. Ich könnte jetzt nicht sagen, was, aber ich kann euch sagen, dass da was ist. Wir schnappen uns hier locker fluffig ein bisschen Tabak auf die Gabel und dann rein in den Kopf. Ich werde das Ganze wie immer ein bisschen auf Kontakt rauchen. Ich lasse das Ganze schön locker, also ich will da gar nichts andrücken oder so. Ich will es nur noch ein kleines bisschen verteilen. Wir haben das Ganze ungefähr randhoch gebaut hier. Und da kommt jetzt noch unser HMD drauf. Ja, der hat auf jeden Fall gut Kontakt. Dann kommt hier unsere schöne Harmony Bowl oben drauf. Wir packen die Kohle rein. Zum Anrauchen werde ich zwei reinlegen. Und ich denke, wir brauchen es nicht lange. Aber eine werden wir hier auf Kipp mit dazulegen. Aber ich denke, die können wir in ein paar Minuten wieder runternehmen. Da geht tatsächlich schon mehr, als ich dachte. Deswegen nehmen wir auch schon mal die dritte Kohle runter. Wenn ich Tabak dann zum ersten Mal daheim teste, bin ich meistens eher ein bisschen vorsichtiger mit der Hitze. Mehr wieder draufpacken können wir dann immer noch, aber lieber am Anfang erstmal Obacht. So, wir gucken uns mal die Rauchentwicklung an. Das Ding ist mittlerweile angeraucht. Ja. Rauchentwicklung vom By Candy kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich hätte aber auch nichts anderes erwartet. Ist ein schöner Virginia, sieht nach einer guten Tabakqualität aus, hat ordentlich Feuchtigkeit am Start, die aber gut eingezogen ist und nicht auf dem Dosenboden sitzt. Also eigentlich genau, wie wir das haben wollen. Geschmacklich, der By Candy Bimongo. Wir haben als erstes eine dicke, geile Mango am Start, die so eine leichte Pfeffernote mit dabei hat. Also vielleicht wissen die Leute, die mal so eine richtig geile, reife Mango im Ausland gegessen haben, was ich meine. Eine Mango hat immer so einen leicht pfefferartigen Nachgeschmack. Und den habe ich hier auch ein kleines bisschen. Plus, ich bilde mir die ganze Zeit ein, so wirklich den minimalsten Hauch von Zimt damit dabei zu haben. Ich weiß nicht, ob es Bullshit ist. Ich habe ja mit dem Junge, der die guten bei Candy-Sorten mischt, auf dem Event reden können. Der meinte, Digga, da ist kein Zimt dran. Vielleicht ist das auch nur irgendwie noch so ein Hauch in dieser pfeffrigen Note an dieser Mango, die ich so interpretieren würde. Aber für mich ein sehr geiler Mango-Flavor, für mich ein ausgefallener Mango-Flavor, der eben nicht einfach nur Standard eine Mangosorte fertig, sondern eine Mango mit einem kleinen Twist, wo eben noch ein bisschen was bei ist, was ich sehr nice finde. Also Bimongo für Leute, die Mango mögen, definitiv geil. Das Köpfchen Mango war sehr nice, wir haben es fertig geraucht, deswegen kommen wir jetzt zum nächsten, und zwar dem Saure Würmer. Dem, wo ihr gesagt habt, da freut ihr euch noch mehr drauf, deswegen testen wir den jetzt als nächstes. Saure Würmer. Ich wüsste gar nicht, wie ich den Geschmack von sauren Würmern beschreiben soll, abgesehen von saure Würmer. Also da sind ja wieder irgendwie 1 Million Geschmacksdinger mit drinne. Gucken wir mal, ob der Tabak auch geil ist. Wir rühren hier aber erstmal wieder ordentlich um. Auf jeden Fall riecht es lecker nach Süßigkeiten. So viel kann ich sagen. So, das nächste Setup, habe ich euch ja auch schon erzählt, wird der Nagrani mit dem Shishaya Hyphen. Ich bin ehrlich gesagt gespannt, ob ich den Geschmack überhaupt anders beschreiben kann als ja, süß und saure Noten von Süßigkeiten mäßig. Dann nur minimalst verteilen, damit es halt eben gleichmäßig im Köpfchen liegt. Köpfchen ist fertig gebaut, locker fluffig, Rand leicht frei, in der Mitte leicht frei und knapp über den Rand. Und auch beim Hyphen mache ich das so, dass wir hier 2 Kohlen reinlegen und eine auf Kipp, damit es Anrauchen ein klein bisschen schneller geht. Also, erstmal gucken wir uns die Rauchentwicklung an vom saure Würmchen. Da muss man auch nichts mehr zu sagen, oder?
Der wichtigere Punkt. Also der Geschmack vom saure Würmchen. Das Ding ist, ich kann euch nicht sagen, wonach der Tabak schmeckt, weil ich nicht weiß, wonach die saure Würmer schmecken. Kommt der Tabak an saure Würmer ran? Man sollte sich jetzt nicht zu hart drauf festfahren, dass er genauso schmeckt. Insgesamt schmeckt das ganze Ding aber echt lecker und einzigartig. Also mir fällt jetzt kein anderer Tabak ein, der so in die Richtung schmeckt. Ich glaube, den kann man definitiv mal probieren und der wird auch einigen Leuten sicherlich gut schmecken. So viel zu meinem ersten Eindruck von den zwei Bi-Candy-Sorten. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt, sobald ihr ihn probiert habt. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Lasst mir gerne noch ein Abo da. Kuss fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Eure Shisha-WG.